Laut dem Glücksatlas leben hier oben die glücklichsten Menschen. Und damit das so bleibt, sollten Sie am 26. September das Kreuz richtig setzen. Mein Name ist Petra Nikolaisen und ich kandidiere erneut im Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig für den Deutschen Bundestag. Der Norden ist meine Heimat. Hier bin ich geboren und aufgewachsen und hier begann auch meine politische Arbeit. Erst als Dorfbürgermeisterin, dann im Kreis und im Landtag und seit 2017 jetzt im Deutschen Bundestag. Zwar wird es Politikerinnen und Politikern oft nachgesagt, aber ich bin keine Theoretikerin. Ich komme nicht aus dem Hörsaal, sondern habe eine klassische Ausbildung. Ich weiß, was harte Arbeit bedeutet und habe die Hände in der Erde statt den Kopf in den Wolken. Auch wenn ich viel Zeit in Berlin verbringe, ist mein Lebensmittelpunkt immer noch hier in Wanderup. Bei meinem Mann, bei meinen Kindern und bei meinem Enkel. Sie und die Menschen in der Region machen es für mich zu einer Herzensangelegenheit, mich weiter für meine Heimat im Deutschen Bundestag stark zu machen. Für eine Verbesserung der Infrastruktur und für einen klimaneutralen Wirtschaftsstandort. Als Innenpolitikerin setze ich mich für gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land ein. Eine flächendeckende ärztliche Versorgung muss sichergestellt werden. Der Internetausbau mit Glasfaser muss weiter vorangetrieben werden. Moderne Mobilitätskonzepte müssen umgesetzt und Bus und Bahn müssen attraktiver werden. Aber nicht nur das Internet muss schneller werden, auch unsere Bürokratie. Daher kämpfe ich in Berlin seit 2017 für den Bürokratieabbau. Das Stichwort ist Smart City. Digitale Prozesse in unseren Ämtern und Behörden müssen es den Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, Behördengänge online erledigen zu können. Und eins muss doch klar sein, für unsere Wirtschaft, für unsere Start-ups, hier im Norden darf es keinen Gegenwind geben, nur Rückenwind. Rückenwind brauchen auch die Frauen und Männer, die sich für unsere Sicherheit ins Zeug legen. In meiner Verantwortung liegen zum Beispiel die Bundespolizei, das Technische Hilfswerk und der Katastrophenschutz. Schon seit vielen Jahren setze ich mich auch für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in unserer Region ein. Ihren Einsatz möchte ich weiter stärken und beispielsweise mit steuerlichen Anreizen noch attraktiver machen. Diese Aufgaben müssen pragmatisch vor Ort bearbeitet werden. Nicht nur am Schreibtisch, sondern auch als Mutter, Oma und vor allem als Abgeordnete gilt für mich, darum war ich mich kümmern. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass meine Stimme im Bundestag Gutes für unsere Region bedeutet, dann geben Sie mir am 26. September Ihre Stimme. Vielen Dank, Ihre Petra Nikolaisen.